hier Monsieur Eric, ne? Er kommt aus Frankreich. Ne? Sieht man nicht, aber ist so. Ne? Erik, was ist so schön am Leinebergland? Jetzt verrate es uns doch mal. Samstag auf dem Markt. Voller Stadt. Okay. Nette Leute treffen. Oui. Kannst du das auch auf Französisch sagen? Oui, bien sûr. Okay. Beaucoup de monde dans la ville le samedi. Oui. Naturellement. Sur la place du marché. Oui. Er kann nicht so flüssig Französisch, aber er gibt sich große Mühe. Hallöchen, dürfen wir euch mal was fragen? Wir wollen unseren Zuschauern mal erklären, warum es im Leinebergland so schön ist. Was würdest du sagen, warum ist es im Leinebergland so schön? Die Landschaft ist sehr angenehm. Hallöchen, dürfen wir mal stören? Dürfen wir Sie mal was fragen? Wir wollen nämlich unseren Zuschauern mal erklären, warum es hier im Leinebergland so schön zu leben ist. Und da wollten wir Sie einfach mal fragen. Haben Sie eine Erklärung? Ja, wer die Berge, die Hügelberge liebt und so die Landschaft, dann ist es hier schön. Es sind ja keine hohen Berge, aber schön. Hallöchen, dürfen wir Sie auch mal was fragen? Wir wollen unseren Zuschauern mal erklären, warum es im Leinebergland hier so schön zu leben ist. Haben Sie dafür eine Erklärung? Es ist einfach so. Eine Erklärung? Ja, warum ist es hier so schön? Wir haben noch alles. Der Hannoveraner weiß das ja nicht. Dem müssen wir das ja erstmal erklären, was hier so schön ist. So ein bisschen festgewachsen an meiner Hand hier schon. Ich frage aber nichts. Höchstens eine ganz kurze Frage hätte ich. Aber nur eine ganz kurze. Wenn wir zum Beispiel, wir wollen unseren Zuschauern jetzt mal erklären, warum es im Leinebergland überhaupt so schön ist. Weiß ja nicht jeder. Was würdest du da sagen? Ja. Jetzt ist die Gelegenheit. Ist viel gefragt. Kommt zu uns ins Leinebergland. Es ist einfach schön. Ja. Ja, es ist einfach schön. Was soll ich dazu sagen? Ja. Was haben wir denn hier Schönes, dass man wirklich mal zeigen kann? Nette Leute. Klein, übersichtlich. Ja. Und ein ganz anderer Menschenschlag als der Hannoveraner zum Beispiel, ne? Ja, sowieso. Ja, viel, sowieso. Viel weltoffener. Ja, ja, viel freundlicher, viel netter. Richtig. Ach, hier Bruno, pass auf. Du bist der alter Leinebergländer. Ich bin Eifel-Eifeler. Alter Eifeler, genau. In Eifel geboren. Richtig, richtig. Am 27.06.1944 um 17 Uhr. War Mittwoch, ich weiß es. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß das, nicht so schlimm. Bruno, pass auf, wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, Leinebergland, das ist ja so toll, was würdest du sagen, warum ist es denn hier so schön? Weil ich mich hier wohlfühle. Ja, warum ist es insgesamt so schön? Nicht, warum du so schön bist, sondern warum es insgesamt so schön ist? Insgesamt so schön ist es, weil man hier richtig im Tal lebt, wo die Berge ringsrum. Man kann gut wandern, man kann gut Fahrrad fahren, man kann die Natur genießen. Und Bären jagen. Bären jagen. Gut. So, wir stehen jetzt hier mit Karl. Karl, genau. Und Karl kommt ja eigentlich, hört man gar nicht, aber ist eigentlich kein gebürtiger Eifelder, ne? Nein, ein Franke. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen. So, Karl, das ist natürlich im Leinebergland hier was anderes als im schönen Franken, ne? Mhm. Aber dennoch mal gefragt, wie gefällt dir das Leinebergland denn so? Ach, das ist recht nett und schön. Die Leute sind sehr angenehm und zuvorkommend. Und nicht, dass man sagt, ach, wo kommst denn du her? Sondern sie sind also doch sehr gastfreundlich. Ja, also da sind wir Franken etwas hölzerner. Tatsächlich? Ja, etwas grober. Wir nehmen nicht gleich jeden reingeschmeckten. Nein, aber wir brauchen es hier, wir haben Landflucht, wir nehmen jeden, der kommt. Wir sind da ganz easy. Ja, doch, und es geht hier immer. Es ist hier immer schön was los. Ja, nur. Ja, abends halt so ab 18 Uhr, 20 Uhr, da klappt man hier die Gehsteige hoch. Na, da kann man ja auch zu Hause sein, da muss man ja nicht nur in der Stadt rumlungern. Aber vielleicht dürfen wir dich dann mal fragen, Leinebergland, was gefällt dir denn am besten? Na, die Landschaft gefällt mir sehr gut hier. Es war ein Grund, mit hierher zu ziehen. Das heißt, ja, mein Mann, der arbeitet hier in Grunau. Und da haben wir überlegt, wo ziehen wir hin. Und Eifeld gefiel uns als Städtchen gut. Und ja, die Landschaft ist toll zum Wandern, Wälder, Wiesen, wunderschön hier. Schön, ja, klasse, ist doch prima. Mal zeigen, warum es in Eifel
bezweifelt, dem Leine Bergland hier so schön ist. Was würden Sie denn sagen, warum denn? Das ist es auch, das ist nur nicht bekannt genug. Ne? Die Berge, die Landschaft ist doch einmalig schön. Ja. Die Altstadt hier, das Rathaus hier. Und ich muss auch sagen, das Haus Schlegel. Mit dem Haus Schlegel hat der Marktplatz auch gewonnen. Das stimmt. Ja, das also wir stimmt, sind hier sehr oft, wenn man in der Stadt war, geht man hier rein, trinkt eine Tasse Kaffee und diese schön. Man kann Geschenkartikel kaufen oder Gutscheine. Also es ist schon, das Haus ist schon optimal. Es ist ein echter Gewinn für alle. Jetzt sind wir auf Sendung. Oh oh. Conny? Ja. Das ist eine andere Geschichte. So, Frage. Die Frage ist, genau, ob Sie uns nochmal auf Holländisch die Liebeserklärung an Eifeld wiederholen können, die Sie eben gemacht haben. Liebeserklärung an Eifeld erklären. In het Holländisch ist das, Eifeld ist eine hele mooie Stadt. Da kun je heel heerlijk leven. Das ist gewoon geil. Okay, super, jetzt mal vorwärts. Vorwärts. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Also in Eifeld kann man wunderschön leben. Das ist einfach geil. Ja. Super.